Wie weit muss ich bei Steckverbindungen abisolieren? Was ist die richtige Länge? Wie weiß ich das? Ist das hier die richtige Länge oder reicht das hier schon? Wie sieht das aus bei so Steckverbindungen? Ja, und da zum Anlass möchte ich hier nehmen, meine ganzen Pfusch-Videos auf meinem TikTok-Kanal gerne mal vorbeikommen, weil da sehe ich häufig diesen Fehler. Und zwar, wie bekomme ich jetzt raus, wie ich hier bei diesem Steckverbinder hier entsprechend die richtige Länge habe, damit, wenn ich das reinstecke, das erstens hält und kein Kontakt zum leitenden Kupfer besteht. Ja, und dazu gibt es einen einfachen Tipp, und zwar bei den Steckverbindungen hier hinten, das wissen die wenigsten, ist was eingraviert. So, jetzt muss ich nur noch schauen, dass ich es scharf bekomme. So, und zwar seht ihr hier 10 mm. Und das bedeutet 10 mm abisolieren, bei dem hier. So, wenn ihr hier hinguckt, bei dieser Klemme, dann steht hier 11 mm. Dann bei dieser Klemme steht hier 11 mm. Auf das achten. Wie gesagt, ganz einfach tippen. Und der hat hier wieder 10 mm. So, wie isoliere ich dann ab? Dann hier Profigeräte bitte verwenden. Also nicht hier irgendwo so mit der Hand noch machen, sondern mit dem entsprechenden Gerät. So, dann. So, jetzt kann ich mir hier entsprechend das einstellen, was ich hier brauche. Das sind hier 8, 9, 10, eins noch rüber. Kann man hier sozusagen mit dem, also mit diesem Einsteller hier, kann man das einstellen. Seht ihr das? Kann man hier so einknasten lassen auf die entsprechenden 10 mm. Jetzt haben wir 11, also jetzt ist er auf 11 eingestellt. Dann geht man hier sozusagen her bis zum Anschlag und zack ist das abisoliert. Und zwar genau auf 11 mm. Also jetzt kann ich hier überall, wo 11 mm verlangt ist, ups, das ist hier ein 11er, 11 mm. aufmachen, reinstecken, zumachen und hält bombenfest, ist normgerecht und passt. So, jetzt hoffe ich hier, kommen Sie wieder sehen. So, that's it. Ja, das war mein kurzes Video, wie weit abisolieren. Hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, einen Daumen hoch, hier oben könnt ihr abonnieren. Hier geht es weiter zu einem weiteren coolen neuen Video. Macht's gut, tschüss und auf Wiedersehen. Und denkt dran, bei 230 Volt bitte nur als entsprechende Fachkraft arbeiten. Also macht's gut, tschüss und auf Wiedersehen.